Artemis 1, also die Mission der NASA, eine unbemannte Crewkapsel zum Mond zu schießen und zurück zur Erde zu holen, wurde erfolgreich absolviert. Am Morgen des 16. November brach das Space Launch System der NASA auf, um die Orion-Kapsel samt europäischem Service-Modul zum Mond zu schießen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nach etwa 25,5 Tagen ist Orion nun am Sonntag, dem 11. Dezember, wie geplant vor der Küste von Baja, Mexiko, in der Nähe der Insel Guadalupe, sicher im Pazifik gelandet. Abgesehen von einem kleinen Hoppala, bei dem man ungeplanterweise für eine knappe Minute den Kontakt zur Kapsel verlor, gilt Artemis 1 als voller Erfolg. Seit 1972, als Gene Cernan als letzter Mensch die Mondoberfläche verließ, waren wir nicht mehr dort. Deswegen ist diese Mission so wichtig, weil sie etwas angestoßen hat, das die menschliche Zivilisation nachhaltig verändern wird. Obendrein sind die Bilder und Erkenntnisse aus dieser Mission extrem schön und wertvoll. Deswegen schauen wir uns jetzt die besten Bilder an. Nach jeder Menge Drama, einigen Problemen vor dem Start, dem Einsatz des Red Teams und einem Hurricane hob das SLS ab. Das Red Team ist eine Gruppe eiskalter eiskalter Pros, die zu vollgetankten Rakete am Startbett gefahren sind, um ein Problem zu beheben. Die ersten unglaublichen Bilder lieferte schon der Start. Die Flamme der Rakete erhellte den Himmel über Cape Canaveral. Ein Bilderbuchstart. Nach 2 Minuten und 11 Sekunden wurden die beiden Feststoffmotoren auf der Seite abgeworfen. Schau dir mal diese unglaublichen Bilder an. Von da an haben die vier RS-25 Triebwerke übernommen. Nach etwas über 3 Minuten wurden die Nutzlastverkleidung des europäischen Service-Moduls sowie der Startabbruchsturm abgeworfen. Die RS-25 Triebwerke, die das letzte Mal mit einem Space Shuttle im All waren, feuerten für etwas mehr als 8 Minuten, bevor die Interim Cryogenic Propulsion Stage oder kurz ICPS übernahm. Mehr zu ICPS findest du in diesem Video in der Infobox. Ab diesem Moment befindet sich die Oberstufe schon in einem Orbit um die Erde. Etwa 30 Minuten in den Flug hinein haben die 15.000 Solarzellen des Service-Moduls begonnen, die Kapsel mit Strom zu versorgen. Am Ende der 4 Solarpaneele waren Kameras angebracht, die uns diese tollen Bilder geliefert haben. Nach ungefähr 52 Minuten zündete die ICPS zum ersten Mal für 22 Sekunden, um den niedrigsten Punkt der Orbitellipse auf der anderen Seite der Erde anzuheben. Auch bekannt als Perigee Race Maneuver. 40 Minuten später, also etwa anderthalb Stunden in den Flug hinein, feuerte die Oberstufe erneut. Dieses Mal für rund 18 Minuten. Dieses Manöver heißt Translunar Injection. Nachdem das erledigt ist, wird die Oberstufe abgeworfen und die Kapsel ist auf sich alleine gestellt. Wie der Name schon verrät, beschleunigt diese Zündung die Kapsel in Richtung Mond. Genauer gesagt in Richtung eines Distant Retrograde Orbits oder kurz DRO. Das ist eine besonders energiesparende Methode, zum Mond zu kommen. Diese Grafik zeigt sehr schön, wie das funktioniert. Die Kapsel fliegt von der Erde weg und zielt auf den Punkt ab, an dem der Mond 6 Tage nach dem Start sein wird. Unterwegs korrigierte das ESM wie geplant den Kurs einmal, knapp 8 Stunden nach dem Start. Nach 6 Tagen trat Orion in die Mondumlaufbahn ein. Dabei flog die Kapsel sozusagen in Flugrichtung vor dem Mond vorbei und umrundete ihn. Hier passierte Orion die Mondoberfläche in einer Höhe von etwa 130 Kilometer. Währenddessen feuerte das dafür vorgesehene Triebwerk am Service-Modul für den sogenannten Powered Flyby. Somit begann die Kapsel in gewisser Weise den Mond zu jagen. Dabei nutzt die Kapsel die Anziehungskraft des Mondes, um diesen Orbit zu halten. Am entferntesten Punkt der Reise war die Kapsel über 432.000 Kilometer von der Erde entfernt. Das ist tausendmal weiter weg als die ISS. Mit einer weiteren Zündung des Triebwerks begab sich die Kapsel auf einen weiteren nahen Vorbeiflug. Dieses Mal kam Orion der Mondoberfläche sogar 2 Kilometer näher, also 128 Kilometer. Und übrigens, was ich sehr schön finde, ist, wie sich die Solarpaneele anlegen, wenn Manöver durchgeführt werden. Einfach schön anzusehen. Das ist wie in irgendwelchen Sci-Fi-Filmen. Nur ist das sehr real. Nach dem letzten Flyby, dem sogenannten Return Flyby, waren Orion und das ESM auf dem Weg zurück zur Erde. Ach ja, aus der Perspektive des Mondes sieht die Flugbahn so aus. Erinnert ein wenig an Pfeil und Bogen. Und ehe ich mich versehen habe, trat Orion auch schon wieder in die Erdatmosphäre ein. Die Kapsel warf das Service-Modul 40 Minuten vor Splashdown oder der Wasserung ab. Das ist wahrscheinlich zum größten Teil in der Atmosphäre verglüht. Mögliche Überreste liegen jetzt auf dem Grund des Südpazifiks. Mit rund 40.000 km/h traf die Kapsel mit dem Hitzeschild voran auf die Atmosphäre.
Orion ist in der Lage, durch Gewichtsverlagerung ein wenig zu steuern. Daher kann diese Kapsel an der Atmosphäre absichtlich abprallen, um so einerseits die Hitzebelastung und andererseits die strukturellen Belastungen sowohl für die zukünftigen Crews als auch für das Raumschiff selbst zu minimieren. Denn die ganze Energie, die da hineingesteckt wurde, muss jetzt auch irgendwo wieder herausgenommen werden. Hier wird kinetische Energie in Wärme und Reibung umgewandelt. In dieser Phase des Fluges ist die Kapsel wortwörtlich von Plasma umhüllt. Das verhindert übrigens auch die Kommunikation mit der Kapsel. Bei etwa 40.000 Fuß oder 12 Kilometer wurden die Abdeckungen abgeworfen. Das hat dann eine Sequenz angestoßen, bei der nacheinander insgesamt 11 Fallschirme Orion auf knapp über 30 km/h abgebremst haben. Jeder dieser Fallschirme ist eine eigene Wissenschaft für sich. Für heute begnügen wir uns mit diesen atemberaubenden Bildern. Für die Landung waren Navy und Air Force mobilisiert. Die Landezone war gesperrt und die Bergungscrews waren vor Ort. Für die Bergung selbst war das Schiff USS Portland zuständig. Dieses Schiff hat einen Frachtraum, den man durch die Luke fluten kann, um die Kapsel direkt aus dem Wasser zu ziehen. Beim Kontakt mit Wasser wurden die drei Hauptfallschirme abgeworfen, um zu verhindern, dass die Kapsel so vom Wind erfasst und über das Wasser gezogen wird. Aber auch, damit sie nicht auf Orion selbst fallen. Beide Fälle wären ein Albtraum für die zukünftigen Crews. Die Fallschirme haben ordnungsgemäß funktioniert, sind aber untergegangen, bevor man sie bergen konnte. Danach musste man erst einmal das giftige Ammoniak aus den Tanks lassen, bevor sich jemand der Kapsel nähern konnte. Das ist hier schön zu sehen. Dieser Nebel oder Rauch ist das verdampfende Ammoniak. Als das nach mehreren Stunden erledigt war, näherten sich speziell ausgebildete Soldaten mit Kameras und haben den Zustand der Kapsel vor den Verladetätigkeiten mit Fotos festgehalten. Sowohl über als auch unter Wasser. Und was hast du heute so gemacht? Ich habe heute den Hitzeschild der NASA-Mondkapsel unter Wasser fotografiert. Das glaubt dir doch keiner. Im Bauch der USS Portland wird die Kapsel erstmal nach San Diego verschifft. Von dort geht es mit dem LKW quer durch die gesamte USA zum Kennedy Space Center in Florida. Mit dem Fahrrad wären das 212 Stunden reine Fahrzeit. Auf Achse, zumindest mit einem PKW, reden wir noch von 36 Stunden reiner Fahrzeit. Aber ohne heikler, giftiger und übergroßer Fracht. Diese ganze Reise wird jetzt einige weitere Tage dauern. Am Cape angekommen, startet eine ganz andere Art von Reise. Denn im Multi-Payload-Processing-Gebäude wird sie auf Herz und Nieren untersucht werden. Geplant ist, dass die Luke erstmals kurz nach Neujahr geöffnet wird. Danach geht es ins Glenn Space Center für weitere Untersuchungen. Ich werde jetzt nicht darüber reden, wie wichtig diese Mission für die Raumfahrt und für die Menschheit ist, denn das habe ich in meinen vorigen Videos ausschweifend behandelt. Ein paar passende Videos verlinke ich dir in der Videobeschreibung unten. Stattdessen möchte ich nur noch ganz kurz einen Blick darauf werfen, was uns jetzt mit Artemis 2 erwartet. Diese Mission ist laut Timeline 24 Monate vom Artemis 1 Splashdown entfernt. Die zuständige Rakete dafür ist größtenteils fertiggestellt. Erst nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich erfahren, aus wem die Crew bestehen wird, die die zweite Orion-Kapsel für rund 10 Tage bewohnen wird. Dabei umrunden sie den Mond für mehrere Tage und kehren zur Erde zurück. Hier landet noch niemand auf dem Mond. Erst Artemis 3 bringt Menschen auf die Mondoberfläche. Darauf freuen wir Starship-Fans uns sehr. Denn hier kommt das HLS zum Einsatz, das aus einem Starship abgeleitet ist. Also 24 Monate bedeutet Dezember 2024. Ich bleibe optimistisch. Das könnte hinhauen. Was denkst du? Bis dahin sollten sie jedenfalls die am Startturm entstandenen Schäden behoben haben. Eine andere Wahl bleibt ja nicht wirklich. Und apropos Mondflug. Tim Dodd, der Everyday Astronaut, wurde ausgewählt, um bei der Dear Moon Mission teilzunehmen. Diese Reise wird vom japanischen Unternehmer Yusaku Maezawa oder kurz MZ gesponsert. Neben Tim sind auch der DJ Stevie Aoki sowie MZ selbst und 8 andere Glückspilze am Start. Herzliche Gratulation Tim und alle anderen Auserwählten. Was denkst du, wer zuerst seine Crew um den Mond schickt? SpaceX mit Dear Moon oder die NASA mit Artemis 2? Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, Peras Pera ad Astra.